Ach ja, die Werbung von den 2000er war doch eigentlich immer schön, ne? Man hat sich die Werbung angeguckt und danach sich gedacht, okay, entweder ich brauche jetzt einen Seelenklempner oder derjenige, der die Werbung kreiert hat, braucht einen Seelenklempner. Man weiß es nicht. Ne? Schön verarscht, die Mutter. Boah, also hätte ich solche randalierenden Kinder, ne? Die würden wirklich, ne? Erstmal 10 Jahre in den Keller kommen. Die würden dann erstmal Xbox weggenommen und 10 Jahre in den Keller, ne? Und dann können sie erstmal ein bisschen Fortnite trainieren. Da können sie von mir aus rumrandalieren, wie sie wollen, aber nicht in meinen Garten. Da kacke ich ein Pullover hin. Da will ich Ordnung haben. Boah, jetzt würde ich das nie geben, als Mutter. Knackig kühle Schokolade und eine Kindercreme aus frischer Wollmilch. Oh, So ist es, Kindercreme. Sus. Ja, Baby, mach am. Shane Käse, ne? Das Vorwort lasse ich jetzt mal sein. Lecker, lecker, ne? Okay, jetzt kann ich ja die nächsten 3 Jahre nicht mehr schlafen. Wenn wir Schweden ein SUV bauen, dann bauen wir Schweden ein SUV. Wir Ach so? bauen es, damit es uns abhängiger macht. Unglücklicher. Ein bisschen scheiße. Wir bauen es für freier. Das schwedische SUV. Oh, das hat mich jetzt, also ich muss sagen, das hat mich jetzt schon ein bisschen überzeugt, ne? Es macht dich freier, unglücklicher und mit dem Wagen kannst du halt ganz schnell Kilometer fahren, also abhauen. Perfekt. Gut, jetzt wäre es noch ganz gut, wenn man mit den Wagen auch irgendwie den Planeten verlassen könnte, ne? Dann wäre ich wirklich überzeugt, aber ja, doch. Doch, wäre schon so meine Richtung, ne? Wo XC60. Man kann ja übrigens mit solchen Autos auch andere unglücklich machen, ne? Wenn man, was ich jetzt nicht machen würde, aber wenn man zum Beispiel über ein Blumenbeet fahren würde, ganz aus Versehen oder ganz aus Versehen die Mülltonne mitnehmen würde, ne? Jetzt ab 3 Menschen im Monat. Ne? Wie gesagt, würde ich jetzt nicht machen. Also nicht mehr. Aber könnte man. Ne? Das wäre jetzt nur rein theoretisch. Also, ja, die Mutter hat ihre Kinder nie im Griff. Da müsste definitiv mal die Supernanny hin. Das würden die Aimer bei mir machen und die würden definitiv nie wieder Fortnite spielen dürfen. Ne? Das hat mich so ein bisschen an Käse erinnert. Und ja, das. Ne, der Wagen hat Klasse. Man kann sich selber damit unglücklich machen, man kann andere damit unglücklich machen, man kann abhauen. Ne? Perfekt. Perfekt für mich. Man hat seine Ruhe, man hat seinen eigenen Raum und ja. Ne, man muss nicht auf die anderen aufpassen, die müssen auf dich aufpassen. Wenn man mal als Geisterfahrer unterwegs ist, besser geht's gar nicht. Und ihr seht ja gerade hier bei dem Bild, das Auto fährt autonom. Ne? Das Auto braucht keinen Fahrer. Ne? Das heißt, ich kann mich hinten hinlegen und Fortnite spielen. Ne? Perfekt. Ne? Wer meint? Ne? Wer absolut meint? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Wie immer ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und tschüss.